Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Saiyajin-Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zur 50. Flohmarkt-Folge. Ja, ihr hört richtig. 50. Flohmarkt-Folge. Richtig krass, ich habe es endlich erreicht. Wir haben die Zahl 5 und 0 dahinter. Wirklich cool. Ja, ich war an diesem Tag auf zwei Flohmärkten unterwegs gewesen. Richtig cool, super sonniges Wetter, wirklich angenehm, tolle Atmosphäre. Ich habe einige Zuschauer von meiner Community getroffen und einige Kumpels von mir, die da auch da waren. Wirklich fantastisch. Und ganz zum Schluss dieser Flohmarkt-Folge werde ich ein Gewinnspiel raushauen für euch. Also verpasst es nicht, bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, meine Saiyajin-Friends, da bin ich wieder. Und ja, bevor es hier losgeht, möchte ich mal ganz kurz ein paar Worte an euch richten. Diese Home-Aufnahmen, die ihr jetzt gerade seht, die habe ich letzte Woche abgedreht gehabt und die Live-Aufnahmen sind auch schon was älter und die Home-Aufnahmen genauso. Ich glaube auch vor knapp anderthalb Monaten oder so. Deswegen wollte ich noch einige Szenen noch erweitern für euch und noch was mitzuteilen. Deswegen wundert euch nicht, wenn danach die Home-Aufnahmen ein anderes Shirt anhabe, andere Cap oder wie auch immer ich da an den Tag da aufgenommen habe. Also alles cool. Wie es die meisten von euch mitgekriegt haben, heute habe ich Geburtstag, heute ist mein Ehrentag. Heute bin ich 35 Jahre alt geworden. Vielen, vielen Dank an alle eure Glückwünsche und alle eure Kommentare, die jetzt irgendwie gleich oder später reinkommen. Ich sag schon mal vorab, vielen, vielen Dank an euch allen da draußen, an meine ganze Community. Ich habe euch total mega lieb. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte mich an euch bedanken, an meine ganzen Zuschauer, an meine Community für den Mega-Support, den ihr mir bereichert habt in den letzten Monaten. Wirklich vielen, vielen Dank. Es sind einige Abonnenten auch mal dazugekommen in den letzten Wochen. Ey, ich bin total sprachlos. Ich bin echt mega begeistert, mega happy und vor allem sehr stolz, so eine tolle Community wie euch zu haben. Also nochmals tausend Dank. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich. Und ich habe überlegt, als kleines Dankeschön möchte ich gerne ein Gewinnspiel für euch rausdroppen. Das werdet ihr aber erst am Ende dieser Flohmarkt-Folge sehen, also bleibt auf jeden Fall dran. Und das ist auf jeden Fall eine Special-Folge, für mich eine ganz besondere Folge. Wie gesagt, 15. Flohmarkt-Folge, wirklich mega fantastisch. Das wollte ich einfach mal kurz mitteilen für euch. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen ab zu den ersten Live-Aufnahmen. Euch allen ganz viel Spaß und wie gesagt, nicht vergessen, nach der ersten Live-Aufnahme kommen die Home-Aufnahmen, wo ich halt vor einigen Wochen halt abgedreht habe. Die sind schon was älter. Und ja, da würde ich mal sagen, euch allen ganz viel Spaß und wir teleportieren uns mal zu der ersten Live-Aufnahme. Los geht's! Schon lange nicht mehr hier, ey. Schon 2 Jahre her. Ja, ich? Locker. Letzte Woche war ich hier bei dir gewesen. Ja, weiß ich, ja, Ja. vor's Jahr. War das vor einem Jahr oder vor zwei? Nee, vor ist hier noch. Doch, vor einem Jahr. Ja. Hier, das ist gut hier. Das ist neu. Ja, das habe ich, glaube ich. Hier sind neu. Hier. Minecraft ist neu. Ja. Lego ist neu. Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, das ist das Aktuelle, ne? Das ist das Erste? Ich weiß, das ist das Erste, glaube ich, ja. Und das ist das Aktuelle, ne? Ich spiele aber gar keine Xbox-Spiele. Ne? Nein. Ja. Hier, Switch-Spiele. Was wolltest du für das Spiel haben? Hier ist Yu-Gi-Oh! Was? 10. 10er? Ja, 10er. Okay. Der hat noch zwei andere da, ne? Das ist Naruto. Das ist Yu-Gi-Oh! Ja, das ist ein 10er. Aber da ist noch zwei, ne? Ja, noch zwei Naruto-Spiele. Zeig dir mal. Aber die werden interessanter. Vielleicht. Das sind wirklich Sammlerstücke. Das sind alles bei, mit den Papieren ja, alles. Ja, die habe ich als Kind gesammelt und gespielt. Und die zwei? 12. 12. Also 22, wenn du beide sind, also als deine Mühle. Also, das habe ich schon Flubi von 5er gekriegt. Wenn überhaupt 4, 5, aber 10 ist zu viel. Ja. Ist viel zu viel. Aber danke trotzdem, ja? Ja, bitte. Ja. Tschüss zusammen. Ciao. Grüß Juno. Wie geht's, Bruder? Alles klar bei dir? Bei dir. Gut. Dankeschön. Hab mir gestern Video angeschaut. Ja, ach, danke schön. Von der Börse? Börse, ja. Ja, danke dir. Ja, das ist super. Hallo. Aber Neuss hat auch voll nachgelassen. Neues, ja. Wo ich angefangen habe, war Neues Bombe. Ja, jetzt ist das so. Nur noch Jäger da. Das ist viel zu viel, zu viel, ich weiß. Sehr schwer. Hast du GTA San Andreas irgendwo? PlayStation 2. PlayStation 2? Ja, da. Nein, dann habe ich das nicht. Nein. Dann hast du nicht? Nein, okay. Leider.
Guck mal, was Preis machen, Juno? Die ich das mitnehme? Dann kommen die 15. Ja? Ja. Danke. Danke dir, Mann. Sag mal, wo war der Toilettenwagen? Hier. Aber da in die Ecke. In die Ecke. Ich danke Gabi. Ich danke dir. Tschüss, mein Freund, ja? Wir sehen uns. Wir sehen uns, ja. Ciao. Okay, kommen wir zum ersten Stand. Und bei diesem Stand war ich bei dem guten Juno gewesen. Brudi, Grüße gehen raus auf jeden Fall an dich. Und er hat ja bekanntlich einen richtig coolen Retro-Stand, wo ich immer sehr gerne hingehe, wenn ich ihn sehe. Und ja, habe ein bisschen geguckt und rumgestöbert und habe halt ein SNES-Spiel mitgenommen, also ein SNES-Spiel, was in meiner Sammlung gefehlt hat. Und die Rede ist von Batman Returns für den SNES. Auf jeden Fall richtig cooler Zustand, hat mich auch sehr angesprochen. Und ja, wirklich mega cool. Also ihr seht's, da ist echt nichts dran. Und ja, der gute Juno wollte für das Spiel 20 Euro für haben. Und am Ende hat er mir ein Angebot gemacht von wegen, yo Toni, gib mir 15 Euro und das passt. Habt ihr auch in den Live-Aufnahmen auch gehört. Auf jeden Fall ein richtig guter Kurs. Super fairer und cooler Preis. Nochmals vielen Dank, Juno, an dich. Und ja, ich sehe ihn ja immer des Öfteren auf Flohmärkten und überall woanders. Und ganz, ganz feiner Kerl, kann ich oft genug sagen. Und er war auch einer der ersten Verkäufer, wo ich meine ersten Live-Aufnahmen, meine ersten Flohmarktfolgen produziert habe. Und immer wieder ein cooles Erlebnis, ihn zu sehen. Und das schmeckt auch ein bisschen Nostalgie für mich. Und wirklich nochmals tausend Dank. Und ja, wir gehen ab zu den nächsten Ständen. Los geht's. Hallo. Trotzdem, danke. Viel Spaß euch noch trotzdem. Danke. Bitte. Verkaufen Sie vielleicht PS1-Spiele? Hab ich nichts dabei. Ne? Nur was hier ist, ne? Ne, ja. Mal gucken, was haben wir hier? Switch. Ah, hier. Das ist interessant. Das ist... Was sollen die Mario-Spiele kosten? Das ist kein Preis dran. Das Mario Party kostet 50. 50, okay. Ja, und das Mario das 22. Du kennst ja eh die Preise. Party, ja. Das Mario Party würde ich ja selber immer 30 Euro im Ankauf zahlen. Okay. Deswegen, du kennst den Preis. Ja, ja, je nachdem, was du spielst. Sogar teilweise gehandelt. Okay. Das wird 22, hast du gesagt? Minimum 22. Ich kann, willst du beide, dann gib mir 70. Das wird zu viel, du. Nicht böse gemeint, aber. Das ist ein super seltenes Spiel. Welches? Das hier? Mhm. Ich kenn's nicht. Das ist auch um 50 Euro. Okay. An welchen hast du insgesamt wirklich Interesse? Wenn das das Mario Party 64. Mario 64 meine ich das hier. Der ist schon günstig, 22, was ihr gesagt habt. Okay. Wie sieht aus mit Sonntag? Komm ich. Bezahlt habe ich schon mal. Bis da. Der war um den. Der günstigste Preis um die 30 so hier, der hier. Ne? Ach, guckst du bei eBay oder was? Nee, ich guck jetzt mal nach, wie ich dir was dir anbieten kann. Eine Mischkalkulation für mir. Ja. Wenn ich jetzt mal hier, am schnellsten geht es immer bei Amazon gucken, wie jetzt, das ist das Spiel. Bei Amazon kannst du nicht gucken. Ja, aber bei Amazon kannst du gucken. Weil der fängt ja bei 30 an, weißt du, was ich meine? Bei eBay musst du schauen. Verkaufsartikel. Letzter Preis, aber nicht bei Amazon. Und vom Zustand auch. Deswegen 22 dafür schon mehr. Ich finde die Spiele schon zwischen 15 Euro oder unter, aber das ist schon. Ich kann Glück haben, aber ich zahle selber 15 Euro im Ankauf dafür. Ja, klar, du willst ja was verdienen. Verständlich. 15 zeige ich dir, das Mario geht immer. Wir verkaufen das bei uns im Land 29,90. Ich habe dir jetzt extra 22 gesagt. Ja. Willst du das für 20 haben? Dann nicht. Bitte. Alles gut, trotzdem danke dir, ja. Hallo. 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 Was sollen die Spiele kosten pro Stück? 15. Also 50 Euro für ein Stück zusammen. Ach so. Wenn mich alles zusammen wecken würden. Geht auch einzeln, wenn ich ja. Ja. 15. Das ist etwas viel, 15 Euro. Wie viele? Etwas. Ich glaube, haben wir eBay geguckt, manche sind auch sogar 80 Euro. Je nach wie man
wie viele, also wie man das mögen, ja? Das habe ich zu Hause, das habe ich auch. Haben wir einiges zu haben. Ja. Welche müssen wir haben? Machst du mir guten Preis, wenn ich den nehme und er Type zusammen? Ja, sicher. Die zwei? Nee, wir können schon 15. Bei beide? Ja. 14? Okay, mach mal. Gut, sehr gut. Okay, sehr gut. Einmal 10. Also für die Kleine, pass auf, ja, genau, die Kleine. Dann kriegst du die 15. Passt. Sehr. Kann ich einen so eine Hülle mitnehmen? Ja, sicher. Ja, super. Dann gehen die, ja. Da. Nicht aus dem Amense. Nicht aus dem Amense. Oh. Sehr gut, Schnitzel. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gute Geschäfte, ja? Ja, danke. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. So, kommen wir zum nächsten Stand. Und an diesem Stand war auf jeden Fall ein bisschen witzig gewesen, wo ich mit dem Juno fertig war, wo ich von diesem Stand weggehen wollte, hat er zu mir gesagt, jo, Toni, geh mal 2-3 Stände weiter. Da ist auch noch ein kleiner Stand mit ein paar Gameboy-Spiele. Vielleicht hast du da irgendwie Interesse dran, die Spiele mitzunehmen oder einen Teil davon. Ich dachte so, okay, komm, geh mal dahin. Und da war halt eine junge Dame gewesen, die hatte da 4-5 Gameboy-Spiele gehabt. Habt ihr ja gesehen. Und da waren 2 Spiele, die in meiner Sammlung gefehlt haben. Ich zeige euch erstmal die Games. Und das erste Spiel im Bunde war R-Type für den Gameboy. Auf jeden Fall richtig cooler Zustand. Ihr seht, da ist echt nichts dran. Also wirklich tippitoppi, wirklich klasse, wie ich immer so schön sage. Und ja, das zweite Spiel, was ich wirklich sehr krass gefeiert habe und direkt mitgenommen habe, war das Spiel Pro Protector für den Gameboy. Wirklich ein krasser Zustand, wirklich cool, wirklich mega gut. Das Ding ist, die junge Dame wollte pro Spiel 15 Euro für haben. Ich denke so, ey, ist etwas zu vieles gut, finde ich. Aber da habe ich halt mit ihr ein bisschen gequatscht, ein bisschen gehandelt. Und ja, ich denke so, ey, nimmst du am Ende beide Spiele mit, kann man da einen guten Preis draus machen. Und ich habe ihr für beide Spiele am Ende 15 Euro nur bezahlt. Ich glaube, das war auch ein guter Schnapper gewesen, weil Pro Protector ist auf jeden Fall ein etwas teures Spiel. Kostet online zwischen, weiß ich nicht, 15 und 20 Euro, manchmal sogar 25. Das wusste ich selber gar nicht. Habe es erst halt abgecheckt, wo ich zu Hause war. Habe mal online ein bisschen recherchiert. Und ich fand echt 15 Euro etwas zu vieles gut für pro Gameboy-Spiel auf dem Flohmarkt. Und ich denke so, ey, für beide für 15 Euro bezahlt, kannst du echt nichts sagen. Also wirklich cool. Und sie hat mir am Ende auch diese 2 Gameboy-Hüllen noch dabei gegeben. Also, ne, ich habe davon zwar auch eine Menge, aber man kann davon eigentlich nie genug von haben. Also safe nicht. Und ja, richtig cool. Nochmals vielen Dank an die Verkäuferin. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter zu den nächsten Ständen. Los geht's. Was ist das da? Hallo, Wong. Oh, schick, schick. Das wäre der Mikro. Sicher? Ach so, ja, ja. Was ist für ein dicker Dicker hier? Cool. Guck, der funktioniert. Mhm. Darf ich den mal hier sehen hier? Ja. Ja. Oh, sorry. So diese Big Boxen, glaube ich. Ah, nee. Nee, das ist ein Ballado, die leuchten hinter. Ach, sind Lampen. Ach so. Hier ist ein Beispiel. So leuchten die. Ah, schön. Ja. Auch nicht gesehen, der Form. Schick. Ja, sehr hätten wir die noch. Ja, kenne ich gar nicht. Auf Pokémon Rot? Bitte? 55 Euro? Mhm. Okay, cool. Also online gehen die für 30 weg. 25, 30. Ist nur gut gemeint, ich will nicht angreifen oder so, aber... Puh. Okay. Ach, den habe ich auch noch gehabt. Okay, ist auch schön. Haben sie vielleicht PS1-Spiele da? Außer die hier? Hier sind noch welche.
Ja, danke. Guck mal kurz. Okay, da vorne, ja. Ich danke dir, gute Geschäfte. Tschüss. Hallo. Was sollen die AirPods kosten? Die AirPods 35. Bitte? Kannst du auch gerne testen, wenn du willst. 35. Die haben mal extra was rausgelegt. Ja. Können sie auch probieren, spazieren, die, wie gesagt. Ne? Auch für Damen. Kannst doch mal kooperieren mit deinem Handy, die haben den Magnetismus drin. Ja, okay. Ja. Ich benutze die auch selber, die sind top, top. Ja. Ich muss mich über so eine Kakerlake in die Ohr stecken. Da könnt auf jeden Fall gut Leute mit erschrecken. Ja. Ja, glaube ich. Kannst du ausprobieren, die Kopfhörer, ne? Ja, hab ich mir schon gesagt. Ja, hast du gesagt eben, ja. Ich überleg's mir, ja, dankeschön. Ach, klar. Letzter Preis war auch ein 30er, aber okay. Die vergehe ich auch gar nicht. Weil ich suche schon seit längerer Zeit gute AirPods, weil die alten billigen Dinger, die sind kacke. Guck mal, aber ich sag dir ehrlich, die werden 30 Euro. Kriegst so ein Top-Zeug. Kriegst du nicht. Ja. Das digitale Version von der PS5? Oder? Nee, ist, ah, Laufwerk. Das ist die Slim. Ach, die Slim? Allerneuesten der neuesten. Neue. Ich habe die erste Generation noch von der PS5. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf die, weil die ein Düsenjet war. Oh. Dann habe ich mir die geholt, dann hat die auch angefangen, Schranken rumzustehen. Was wolltest du für die haben? 500. Ja. Na, also, ich kann dir jetzt bei Amazon zeigen, 640 Euro, nur die zwei Controller und die Konsole. Na, mit wow. Ein Jahr Rechnung. Ja, die ist auch gut. Na, also, ja. Ich habe noch zwei Spiele bei. FIFA, okay, das ist jetzt fast ausgestorben, ne, der Teil. Und noch so ein zweites Kampfspiel. Ja. Können Sie auch gerne ausprobieren. Alles gut. Aber du hast gesagt 35, letzter Preis wäre 30, ne? Letzter wäre 30. Genau. Das war süß, ja. Wie viel ist das hier? Das ist Hugo Boss. Da nehme ich den Zoom, ja? Natürlich, ja? Natürlich. Mega. Klasse. 30, ja? Jawohl. Ich danke dir. Gerne, viel Spaß damit. Sehr gerne. Alles klar, vielen, vielen Dank, ja? Sehr gerne. Und euch einen schönen Feiertag. Viel Spaß beim Shoppen. Danke, danke. Ja, wir sind durch, glaube ich, fast. Ja. Los, Leute, neue AirPods. So, jetzt kommen wir zum nächsten Stand. Und an diesem Stand habt ihr ja gesehen, da waren einige Spiele gewesen. Da war eine PS5 in Slim-Format, also in Slim-Form. Also ja, mit einigen Spielen so. War okay mit zwei Controllern, aber ich habe seit längerer Zeit eine PS5. Zwar die erste Version und die reicht mir auch vollkommen. Und ich habe halt was gefunden, was ich seit längerer Zeit im Ausschau hatte, was ich halt brauchte. Ja, und zwar haben wir hier, ja, richtig coole AirPods. Wirklich cool. In einem neuwertigen Zustand, also wirklich noch zu verschweißt. Auf jeden Fall mega nice. Der Verkäufer wollte eigentlich dafür 35 Euro für haben. Und dann hat er mir am Ende angeboten, halt, hey, 30 Euro, drunter geht's nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich sag's mal so, bei AirPods von Apple, da machst du ja echt nichts falsch. Und echt richtig cool. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder schön gechillt Musik hören unterwegs oder auf dem Flohmarkt oder wie auch immer oder was auch immer. Ey, richtig geil, toller Deal. Vielen, vielen Dank an die Verkäufer. War auf jeden Fall richtig fresh. So, jetzt waren wir auf diesen einen Flohmarkt fertig. Jetzt wollte ich als Absacker auf einen anderen Flohmarkt fahren, wo ich des Öfteren auch mal hingehe, einmal im Monat. Ich so, komm, von der Zeit her passt es noch auf jeden Fall. Und das war ja auch der Feiertag gewesen. Das war ja der Pfingstmontag, glaube ich. Das, was ihr jetzt halt seht, ist halt ein bisschen vorproduziert, also ein bisschen gut vorproduziert. Ihr kennt es ja. Wir werden jetzt ab zum letzten Flohmarkt gehen und ja, ich zeige euch die letzten Live-Aufnahmen von diesem Flohmarkt. Ich habe da eine Sache mitgenommen, die ihr dann gleich feststellt. Ich werde euch erstmal die ersten Stände mal zeigen, die ersten Live-Aufnahmen. Und was ich da am Ende gefunden habe, ja, war schon richtig cool, hat mich echt sehr gefreut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen ab zum letzten Live-Aufnahmen und wir teleportieren uns mal direkt dorthin. Let's go! Hallo! Darf ich mal gucken? Ja. Ja. Ja, die Hülle ist okay. Thank you.
was wir für so ein Spiel haben, ist halt, da fehlen halt die Anleitung, das Cover, ich würde nur die Hüllen halt dafür haben, zum Austausch für meine Spiele. Ja, ich kann mit Spielen eigentlich nichts anfangen normalerweise. Ja. Ist doch nur die Hüllen. Ich kann ja nicht nur die Hüllen verkaufen. Nein, nein, komplett dann, klar, was willst du dafür haben? Für mich, ich kann die eigentlich schon, ich würde schon gern 10 Euro pro Spiel haben. Für, pro Spiel? Ja, sieht original halt. Aber das ist doch, da fehlt das Cover, fehlt das Frontcover. Das kostet niemals einen Zehner, so in dem Zustand. Dann ist es so egal geworden. Wenn okay. Einfach alles rar ist geworden. Aber ich. Das sag ich ehrlich, ich muss. Das ist so rar geworden. Ja, aber nicht in den Zustand. Du hast 10 Euro, du hast mehr als 10 bis 15 Euro pro Spiel gekriegt. Ich hab einen ganzen Haufen gehabt. Ich hab glaube ich dir. Ja. Aber nicht so in dem Zustand. Ja, da fehlt das Funcar, fehlt die Anleitung. Das ist so. Das kannst du euch für 3 Euro verkaufen, aber nicht. Nein, das. Pro Stück 10 Euro. Ja. Habe ich die ganze Zeit gekriegt. Aber hier fehlt, hier fehlt die Anleitung aber hier auch. Ja, du brauchst mal schon gar keine Anleitung. Kann ich hier auch bei Dings reinsetzen, wenn ich die Anleitung hätte, würde ich woanders reinsetzen. Da kriegst du auch mehr Geld. Das ist. Die Anleitungen sind halt schwer geworden. Ja. Und das wäre. Wenn es Kracher-Spiele, dann würde ich es verstehen, aber es sind keine Kracher-Games. Das sind 2-3 Euro-Dinger. Das ist überall verschieden. Ja. Das ist okay, ist Need for Speed Porsche, das ja, geht, aber das ist alles 1 Euro, 2 Euro, 2 Euro. Trotzdem danke. Eieieiei, die Tibus. Kann ich auch noch. Bitte? Gestern die ganzen Power Ranger und Dragon Ball Figuren. Echt? Ja, ich war gestern nicht hier gewesen. Ja, ja. Ja, oh. Ja, die Videospiele sind auch alle weg. Ja, ich sehe es, ja. Ja, das nehme ich nur die Figürchen hier. Für einen Euro, ne? Genau, kannst du so als Donation. Echt? Ich kann das Donation mitnehmen. Oh, danke dir, Mann. Ich wünsche dir was, ja? Gute Geschäfte. Dankeschön. Ciao. Tschüss, tschüss. So, kommen wir zum letzten Fund, meine Sergeant-Freunde. Und ja, ich habe halt was mitgenommen erstmal. Ich wollte das eigentlich für einen Euro mitnehmen, wie der Verkäufer es haben wollte für diese Figuren. Und zwar ist die Rede von einer Power Rangers-Figur. Ich hoffe mal, ihr könnt es erkennen. Das ist der Weiße Ranger. Und es ist original von Saban von 1995. Ich hoffe mal, ihr könnt es erkennen. Auf jeden Fall original, richtig cool. Der Verkäufer wollte eigentlich einen Euro für haben, das wollte ich ihm auch gerade geben. Und dann hat er zu mir gesagt, ey Toni, alles cool, als Donation, als man kann sagen Channel-Spende, kriegst du es geschenkt? Ich so, ey, richtig cool, sehr, sehr gerne. Und ich sehe ihn auch ab und zu durch die ganzen Flohmärkte und ist auch ein Zuschauer von mir und ey, wirklich klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ah, ja. Ja, sag ich dir. Ah, da fehlen viele, ne? Ja. Schade. Ja, sehr, sehr schade. Durch, ne? Ich weiß nicht, wie fehlt ja alles. Auch das Schachbrett alles, ne? Schachbrett ist dabei. Alles dabei? Ja gut, ja. Aber alles dabei. Alles dabei. Ja gut, das ist nur das Pappding. Das ist im Endeffekt egal. Da kannst du jedes Schachbrett nehmen, was ja. Du hast. Ja? Wenn die Figuren wenigstens da wären, dann wäre okay. Aber so, das ist ja alles. Das ist ja nichts. Was wolltest du für das Schachbrett haben, komplett? Boah, hab ich mir keine Gedanken gemacht. Ich hab das einfach da. 15 Euro. Wenn die Figuren fehlen, ist auch. Oh, so, Dragon Ball Bücher sehe ich gerade hier. Oh. Ich habe die zwar alle, aber. Oh, sind doch noch die farblichen Bände hier. Aber das ist, glaube ich, ein ganzes Set, ne? Also mit Specials. Also 1 bis 42 ist komplett. Ja. Und dann noch 5 oder 7 Stück von diesen farbigen da. Und was willst du für eins haben? Ich wollte eigentlich alles zusammen. Was für die? Verkaufst du die auch einzeln? Die sind ja keine. Die gehören nicht von der Serie dazu, sondern diese Special-Filme da, diese bunten. Ja, die Special-Dinger, ne? Ja, ja, die. Von das auch. Für alle haben? Für alle wollte ich 100. Verkaufst du die auch einzeln hier? Eher ungern, aber wenn du. Ich weiß nicht, wenn die nicht dazugehören. Also, die ist ja von der Serie zwar, aber sind halt diese farblichen Bilder. Ja, die farblichen. Davon gibt es, glaube ich, 15 Stück, wenn überhaupt. Die einzigen sind 3, glaube ich, oder? Ich guck mal.
Das Schachbrett ist schon geil. Das aber, das gehört dazu, glaube ich, ne? Ja, genau. Machst du einen guten Preis, wenn ich das mitnehme? Du hast ja 15 gesagt, ne? Ja, nur für das Schachbrett, aber das Ding ist ja auch... Aber die Figuren, ich müsste... Ja, 15 hätte ich schon gerne. Ich brauche da noch ein paar Figuren. Ach du Scheiße. Ach. Ja, ja, aber die haben... Oh. Alles dabei, was... Ja, aber die Figuren, ich muss die Figuren alle besorgen, das ist schwierig. Ja, ist auch schwierig. Deswegen habe ich gar nicht mehr angefangen, irgendwas zu machen. Deswegen einfach so weg. Weil wäre das vollständig, wäre das schon im, ich glaube, 100, 120 Euro oder sowas wert. Okay, ne? Ja. Also mit das würdest du 15 haben komplett. Also. Ja, Mama 13? Oh, ungern, ja, bin ich ehrlich. Ich hänge noch ein bisschen dran, weißt du? Okay. 15 ist es schon wert. Weil ja, aber hier vorne ist auch alles hier kaputt hier. Ja, bis dann kann man ja, weißt du? Wow. Allein der ist im Top-Zustand, ne? Mm. Finde ich mal auch schwierig. Wenn du den findest, dann musst du viel blechen dafür, ne? Ja, es kommt auf, ja. Wenn du die Figuren alle findest, ja. Ja, genau. Ich bin ehrlich, ich habe aufgehört, das zu vervollständigen. Ich habe vielleicht ein, zwei Figuren noch gekauft. Mm. Aber danach habe ich gemerkt, nee, lohnt sich gar nicht, weil eine Figur kostet schon 7 Euro oder sowas, ne? Was die eine Figur? Ja, echt? Eine Figur, 7 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Boah, ist aber viel, jetzt nicht eBay normal, ne? Aber auf Kleinanzeigen, Katastrophe. Ja. Komm, ich gebe dir die 15 Euro. Alles gut. Danke. Aber kannst du mir den so lange wegtun, geht das? Dann komme ich dann nochmal wieder und hole das ab. Kein Problem. 10. Ich danke dir, Mann. Danke dir. Sehr gerne. Danke dir. Gerne, du bist der? Dein Name? Achso, Jimmy. Jimmy? Jimmy, ja. Toni, freut mich. Toni. Ich danke dir, mein Freund, ja? Gerne, gerne. Ich wünsche dir gute Geschäfte. Auch so. Und pass auf dich auf. Danke. Tschüss, tschüss. Und dann habe ich noch was richtig Cooles gefunden für meine, man kann sagen, Dragon Ball Sammlung. Richtig geil. Das habe ich nie zuvor auf dem Flohmarkt gesehen. Und ich musste es mitnehmen, auch wenn die Figuren zum größtenteils gefehlt haben. Und die Rede ist von einem, man kann sagen, Dragon Ball Z Schachspiel. So, ich hoffe mal, man kann es genau erkennen. Richtig cool. Hier oben ist auf jeden Fall leicht ein bisschen was abgenutzt, ist aber nicht weiter schlimm. Aber das Frontcover ist auf jeden Fall richtig cool. Die Ecken und Kanten sehen auch ganz okay aus. Und hinten seht ihr das Schachbrett mit den ganzen Dragon Ball Figuren. Wirklich fantastisch. Ich würde es ja gerne aufmachen für euch, aber ihr habt es in den Live-Aufnahmen gesehen. Da waren halt die ganzen Figuren, aber einige haben gefehlt, also zum größtenteils fast alle. Und noch dazu war noch was dabei gewesen, und zwar so ein Ordner von den ganzen Schachfiguren von Dragon Ball Z. Ich zeige euch mal die ganzen Blätter hier. Hier von der Saiyajin-Saga, Saiyajin haben wir hier. Dann haben wir hier Son Goku im Kleinen. Also da ist alles drin, was dazugehört. Hier haben wir Kid Gohan, Son Gohan. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Was haben wir noch alles hier? Son Gohan haben wir hier, Son Goku, Vegeta. Hier haben wir Son Goten. Richtig coole Zeichnung, sieht echt sehr cool aus. Und ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Was haben wir denn hier? Auch Pan, obwohl das eigentlich zu GT gehört, nicht zu Z, aber okay. Kann man machen. Und ja, Son Goten, viele andere. Muten Roshi sehe ich hier. Cell, Buu, Dende, Freezer und vieles, vieles mehr. Hier aber sogar C17. Und ja, wie gesagt, richtig cool. Habe ich auch gerne mitgenommen. Und ja, auf jeden Fall ein super Zustand, finde ich. Ne, alles super. Und ja, der Verkäufer wollte für alles hier drumherum, wollte er 15 Euro für haben. Ich wollte versuchen, bis was runterzuhandeln auf 12 oder 13 Euro. Wollte er aber nicht. Aber es war nicht weiter schlimm. Also wenn jemand irgendwie diese Figuren hat, die er nicht braucht, diese Dragon Ball Figuren von Z und GT, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder auf Discord, würde mich sehr freuen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, das komplett zu vervollständigen. Und ja, meine Saiyajin-Freunde, das war's mit der Flohmarkt-Folge Nummer 50. Jetzt gehen wir ab zum Ende über, aber bevor wir zum Ende kommen, kommt noch das Gewinnspiel. Bis gleich. So, meine Saiyajin-Friends, da bin ich wieder. Hier ist der Zukunfts-Toni Goku am Start. So, die Live-Aufnahmen sind vorbei, jetzt hauen wir mal rein. Jetzt geht's los mit dem Gewinnspiel.
So, ich habe mir länger überlegt, was für ein Gewinnspiel ich raushauen kann, was kann ich für euch irgendwie schenken, als Giveaway, als Geschenk für euch. Und ich habe mir was überlegt, was richtig cool ist und man kann sagen, interessant für euch ist und ein bisschen so, man kann sagen, überraschend. Ich werde für euch eine Mystery Box halt verschenken, das heißt, ich habe daraus, man kann sagen, eine Giveaway Box, habe ich halt einiges rausgeholt, was ich brauche und das wird dann ab zu euch gelangen. Und noch dazu, um es ein bisschen schmackhafter zu machen natürlich, und noch dazu in dieser Mystery Box werden noch zwei weitere Sachen noch extra dazu sein. Und zwar erstens ein Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Hier könnt ihr es auch mal reinploppen, hier könnt ihr es irgendwo sehen, ne? Und noch dazu in dem Mystery-Paket wird diese Aufbewahrungsbox dabei sein. Man kann sagen, es ist eine Gameboy-Box, da könnt ihr halt ja Sachen reinknallen, wie Gameboy-Spiele, SNES-Games, N64-Spiele. Das ist wie gesagt in einem neuen Zustand. Ist auf jeden Fall richtig cool. Das geht auch ab nach euch. Und noch dazu halt ganz viele andere Sachen in der Mystery Box mit dabei. Also wie gesagt, lasst euch überraschen. Es gibt keine Voraussetzungen oder sonstiges. Jeder kann mitmachen, ob Abonnent oder nicht. Vollkommen egal. Jeder, der das Video hier anguckt, kann auf jeden Fall mitmachen. Ihr müsst nur in den Kommentaren reinschreiben, wie euch die Flohmarkt-Folge gefallen hat. Und am Ende schreibt ihr mit Hashtag TonyGokuPower50. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen unten drunter. TonyGokuPower50, das ist die Bedingung, die ihr machen müsst. Und Einsendeschluss ist der 1. September 2024. Ihr habt auf jeden Fall gute 2 Wochen Zeit, um mitzumachen. Und ich denke mal, so wie sonst auch, werde ich das Gewinnspiel auflösen. Einen Tag später in meinem Twitch-Livestream an dem Montag, an den 2. September 2024, wird das Gewinnspiel dann aufgelöst. Ich werde ganz klar, wie sonst auch, oldschool-mäßig alle Namen halt in so einer Schüssel aufschreiben, in Papierchen. Und dann werde ich die Gewinner halt am Ende ziehen. Und dann kann ich am Ende derjenige da halt bei Twitch bei mir melden, so wie auf Discord oder auf Instagram. Und dann ist auf jeden Fall alles geregelt. So, meine Saiyajin-Freunde, das war's mit der Flohmarkt-Folge Nummer 50. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Kommentiert in den Kommentaren, wie bekannt ich auch, wie es euch gefallen hat. Lasst Feedback raus. Was war für euch der beste Fund, den ich da gemacht habe? Oder ist nicht irgendwas anderes aufgefallen, was ich eher mitgenommen hätte? Schreibt es mir gerne unten mal rein, würde mich sehr interessieren. Und wenn euch mein Flohmarkt und Retro-Content gefällt, dann lasst mir sehr gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich weiterhin unterstützen, super coole Videos für euch zu erstellen. Sei es Flohmarkt-Folgen, sei es Pickups, sei es meine TonyGoKo und Tour-Folgen, wenn ich weiter wegfahre. Sei es auf Retro-Börsen, auf Anno-Verkauftouren, auf Gaming, Spielläden und. Ist für jeden was dabei, wo das Retro-Herz höher schlägt. Und nicht zu vergessen, checkt unten die Videobeschreibung ab, da habe ich meine ganzen Social-Media-Kanäle verlinkt. Einfach mal überall folgen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, mehr Updates haben wollt. Okay, meine Saiyajin-Friends, das war's erstmal von mir. Ich bin damit erstmal definitiv hier raus. Euch allen wünsche ich einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann ihr auch immer das Video anguckt. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Passt auf euch auf, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer TonyGoKo. See ya.